erkennen Sie Ihr nächstes Ziel. Die Prosecutor, ein republikanisches Angriffsschiff der Akklimator-Klasse. Sie untersteht Captain Spinnet. Die Prosecutor war unsere erste Heimat. Wir waren lange auf ihr stationiert. Zuletzt hat sie im Corellia-Sektor republikanische Handelswege gegen die Separatisten verteidigt. Wir haben vor über 2 Wochen den Kontakt mit ihr verloren. Das darf nicht wahr sein. Haben die sich etwa selbstständig gemacht? Unwahrscheinlich. Bei allem Respekt, Sir, das könnte eine Falle sein. Eben deshalb schicken wir unser bestes Team, um der Sache nachzugehen, Delta 4-0. Ihre ausgezeichnete Arbeit auf Geonosis ist nicht unbemerkt geblieben. Hast du gehört, Sieben? Jemand hält mich für ausgezeichnet. Naja, dann mal willkommen im Club. Delta-Team, bereiten Sie sich auf niedrige Schwerkraft vor. Versiegeln Sie Ihre Anzüge. Viel Glück. Wuhu! Ja, und damit willkommen in der zweiten Kampagne von Republic Commando. Und diesmal geht's auf ein Geisterschiff, das verschwunden ist. Schon verschwunden war und jetzt von uns gefunden wurde. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist das einzige Mal, dass man auf diesen Schiffen irgendwie mal unterwegs ist, aus den Jahren. Also ich glaube, die hat man sonst nicht von innen gesehen. 3-8, jedes Mitglied des Delta-Teams wurde zu einem der 4 Datenkerne geschickt, um wichtige Informationen sicherzustellen. Ihr Primärziel ist der Flugschreiber des Datenkerns 8 an. Stoßen Sie anschließend zu Ihrem Team, wir holen Sie dann ab. Darüber hinaus werden Sie Ihre Leute nach Bedarf bei der Ausführung Ihrer Befehle unterstützen. 07 hat Befehl, die Logdateien des Datenkerns auf Steuerbord zu sichern. Delta 4-0 kümmert sich um den Datenkern auf Backbord. Ihr Frachtlisten und... Deltas, die Verbindung zum Berater ist gestört. Hat einer von Ihnen noch Kontakt? Kein Signal, Sir. 07 Ende. Ich höre nur Rauschen, Boss. 6-2 Ende. Negativ, Teamleader. 4-0 Ende. Ich wüsste gerne, was da los ist. Das ist nicht wichtig, oder, Sir? Stimmt, 4-0. Sobald die Leitung wieder steht, wird er sich wieder melden. Wir müssen bis dahin ein paar Daten besorgen. Ausschwärmen, Deltas! Ja, ich hab hier meine Daten schon. Fertig, danke. So, nu? So, ich habe bloß die Tür aufgemacht. Was seid ihr denn für welche? Das ist aber keine Mynox, oder? Sind das Mynox? Mynox im Torpedolager. Erteilen wir unseren diebischen Freunden eine Lektion in Sachen Disziplin. Deltas, Statusbericht. Vitaldaten? 407. Ich hab nichts. Hier Delta 4-0, noch keine Vitaldaten. Hier 6-2, nur von den Mynox, Sir. Erbärmlich. Wenn sich das Ungeziefer weiter durch die Leitungen frisst, ist das Schiff bald nur noch ein Haufen Schrott. Hier 6-2, ich habe ein paar Interferenzen auf meinem Visor. Jetzt sind sie weg. Seltsam. Dead Space. Ich, ich habe wieder Interferenzen. Diesmal sind sie stärker, kann fast nichts sehen. Was ist das? Ah! 6-2, Delta 6-2, hören Sie mich? Bitte melden. Hau ab, du verdammter Blechhaufen! 6-2. Na, Blechhaufen. Deltas, ich habe 6-2 verloren. Ist jemand in der Nähe, um nach ihm zu sehen? Bitte melden. Negativ, Sir. Ich muss aufpassen, Sir. Klingt doch sehr nach Droiden. Hey, ein Kommando. Gott sei Dank. Was ist hier passiert? Keine Ahnung. Ich wollte gerade die Wartungsschächte scannen, als ich Blasterschüsse hörte. Ich bin sofort losgelaufen, aber als ich ankam, waren alle tot. Also haben Sie sich im Torpedolager versteckt? Nein, Sir. Ich wollte einen Torpedo abfeuern, um die Republik zu warnen. Aber jetzt sind Sie ja da. Tausend Dank für die Rettung. Ah! Schade um die guten Gene. Naja, so gut können die Gene dann auch nicht wieder gewesen sein, wenn der so feige war. Das war aber kein bekannter Gegner, der da eben gerade auftauchte. Irgendwo gibt es hier übrigens ein Easter Egg, aber ich kann nicht versprechen, dass ich das finde. Diese Dinger wollten mir ein Loch in den Kopf bohren. Deltas, ich glaube, ich weiß, was mit 6-2 passiert ist. Eine Art Sammler-Droide. Achten Sie auf Interferenzen. Fixer, suchen Sie weiter nach 6-2. Das soll keine 3-Mann-Show werden. Hey. Nicht so aggro.
Boah, ist ja gemein. Okay, gar nicht mal so ohne. Ich hätte gern mein Team zurück. Oh, da unten leben noch welche. Nach 2 Wochen. Los, los, los! Wir haben hier einen toten Super-Delta. Wie es aussieht, lauern auf diesem Schiff nicht nur Droiden. Egal, wer das Schiff gestohlen hat, er hat ja einiges geändert, Deltas. Der Flur zum Datenkern auf Achtern ist blockiert. Ich hoffe, Sie kriechen gerne, Sir. Wir müssen nämlich durch die Droiden-Zugangsschächte. Das ist der einzige Weg. Großartig. Vielleicht müssen Sie sich reinhacken. Ich muss nur die Zugangsbeschränkungen knacken. Das ist aber ein cooles Setting. Oh, 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 oh. Ja, dann halt nicht. Oh, 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 das ist mir ein bisschen zu viel. Wieder ein paar Droiden für den Schrotthaufen. Ich glaube, hier war irgendwo eine Bagdad-Station. War das hier den Gang? Die Schächte müssten in die Nähe des Steuerbordkerns führen. Genau zu mir. Okay, warten Sie. Wir treffen uns am Kern. Warten? Ich habe keine Zeit zum Warten. Was auf Bagdad. Leckeres Bagdad. Da sind Sie, Sir. Wir sind nah genug dran, um den Status der anderen zu überwachen. Wie lautet Ihre Position, 7? Ich bin im Steuerbord-Datenkern. In Ihrer Nähe müsste ein Sichtfenster sein. Ganz schön warm hier. Oh, ganz schön viel Blut hier. Oh, Kopf hier. Oh, ein Mausdroide. Ja, ganz klar. Ah, da sind sie. Ich bin in einer Minute bei Ihnen, sobald ich die Logdateien runtergeladen habe. Das war's. Jetzt, Moment, Interferenzen. Wow. 7, 7, hören Sie mich? Verdammt. 4062, bitte melden. Halten Sie die Augen nach bewaffneten Gegnern offen. Hier sind Trandoshaner. Sie haben 07 erledigt. Delta Team, bitte melden. 38. 04. Achten Sie auf. Stellweise ganz klar. Ganz klar imperiales Design. Und zum Glück mal jetzt nicht Separatistengegner. Was ja schon mal eine schöne Abwechslung ist. Oh. Gott sei Dank, was ist da passiert? Oh, die vertragen aber ordentlich was. Hey, 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 hey. So. Ach Gott. Das so gedacht ist, dass man die tatsächlich, dass man noch mal durchläuft durch die, oder ob das kommt, weil man hier die Beine auf einmal hat durch die Mod, obwohl man kann auch reinschießen. Ist ja ungewöhnlich, dass das geht, weil eigentlich Ragdoll an Leichen ist doch echt so ein totales Tabu in deutschen Versionen von Spielen, und das ist ja jetzt hier noch ein paar Jahre her. Ich meine, inzwischen, okay, da sind die Spiele ein bisschen härter und die USK lässt mehr durch, sagen wir mal so. Aber, ey, voll das Bein. Oh, hallo, eine R2-Einheit. Aber, das ist ja hier, das ist ja schon 10 Jahre alt. 11, naja, 10. November 2015 kam es raus, oder? Oder früher? Das kann ich nicht. Boah.
Aber sie sind Nahkämpfer, was ein bisschen dumm ist, denn ich bin Fernkämpfer. Und ich habe kein Problem damit. Ich will jetzt das kleine Easter Egg finden. Wahrscheinlich bin ich schon dran vorbei. Nein! Dir wird das Lachen gleich vergehen, Echse. Ist ja fies. Das ist auch ein Astro-Mech, aber die sieht man auch in den Filmen auch, die so ein bisschen eckiger sind. Bestimmt seit zwei Wochen dahinter gehockt, gewartet, dass jemand kommt. Tschüss. Du Heini, du. Oh, was da vorne? Oh. Mit Schrotflinten? Ich hätte nicht gedacht, dass heutzutage noch jemand Projektilwaffen verwendet. Obwohl es auch geil ist, so dieses mit Schrotflinten, wer benutzt denn heute noch Projektilwaffen? Sie haben doch schon... Delta, die haben Minen. Nicht vergessen, die werden durch Bewegung ausgelöst. Wir müssen uns ducken, damit ihre Sensoren uns nicht orten und sie dann entschärfen. Sie haben doch schon seit Millionen von Jahren benutzen die doch da schon Laserwaffen. Die Energiewaffe sieht aus wie ein Projektilgewehr. Wusste nicht, dass Echsen so nostalgisch sind. So ein Quatsch. Aber ich habe ja nichts gegen Projektilwaffen. Ich mag das total mit den, also dieses physische mit den Händen irgendwie irgendwo reingreifen in die Spielwelt. Das fand ich aber im ersten Crysis auch super. Dieses Aufnehmen der Waffen. Das hat mich gestört, das war nicht irgendwie umständlich oder so, aber es sah einfach cool aus. Gleich hab ich's. Ich wünschte, Fixer wäre hier, das ist seine Spezialität. Wir scheinen Aufzeichnungen über alles zu haben, was passiert ist, seit das Schiff offline ist. Doch ganz cool, wie sie es lösen, dass man auch mal andere Waffen benutzen kann. Oh, da kommt schon Verstärkung. Logdateien gesichert. Merkwürdig. Eine Datendatei. Aber kein republikanischer Code. Das müssen wir in die Zentrale bringen. Und ich hatte mich schon gewundert, warum die keine Feuerwaffen dabei haben. Das ist natürlich Quatsch. Das müsste der Zugang zum Datenkern auf Achtern sein. Hab's doch nochmal schön aufstehen. Wie, was schießt du auf mich hier? Es ist vollkommen zerstört. Wie konnten sie so schnell so großen Schaden anrichten? Die Geschütztürme sind aktiv. Wenigstens sind sie im Moment auf unserer Seite. Wenn die Echsen die Konsole hacken können, ist hier bald die Hölle los. Er darf nicht an die Geschütze. Ein Deluxe-Modell. Bist du hier, um uns mit deiner überlegenen Ausbildung zu retten? Dieses Deluxe-Modell ist hier, um ihren verdammten Arsch zu retten. Also, Trooper, etwas mehr Respekt. Ja, Sir. Wie lauten Ihre Befehle, Sir? Halten Sie die Stellung und erledigen Sie die Echsen. Ich finde einstweilen raus, was hier los ist. Roger, Sir. Hör mal im Ernst, ey. Wie reden die denn mit mir? Das sind doch alle Brüder. Zu schade, dass nur Kommandos Bacta-Implantate eingesetzt kriegen. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Ach, wir haben Bacta-Implantate, deshalb können wir das aufnehmen. Ach, ich dachte, das ist was Explosives. Oh, was hatte der denn? Hatte der ein Nachtsichtgerät auf? Was war das? So eine Art Helm. Das ist ja geil. Ich liebe die Shotgun. Die ist super. Die ist echt super.
Trotzdem hätte ich gern das Easter Egg noch gefunden. Hast ein paar Freunde gefunden. Wird dir nichts helfen. Oh, oh, oh. Haben die sich gerade gegenseitig erschossen? Moment. So ist es gut. Lauft! Ja, so geht's auch. Die haben doch eine Sprache. Ich habe am Anfang gedacht, ist ja komisch, dass sie sich gar nicht, dass sie gar nichts sagen. Ja, na klar. Ach, ist da was? Ich zieh mich mal zurück. Oh! Deltas, feuert auf die Biester mit den Messern! Delta-Team, bitte melden! Hört mich jemand? Lade ich auf. Hier, das ist doch, sind doch immer die Dinger, wo R2 seinen Anschluss reinsteckt und manchmal ist es halt auch der falsche. Komm schon. Ich finde auch die Wegpunktanzeige echt nett gemacht. Also es ist nicht, vielleicht wenn man das jetzt nur so als Video sieht, denkt man vielleicht, dass es stört. Aber es stört echt überhaupt nicht, weil man das nur so aus dem Augenwinkel so ein bisschen wahrnimmt. Ja, man braucht es jetzt hier nicht so richtig, aber es ist nett gemacht. Ah, das ist die zweite Datenkonsole. Funktioniert einigermaßen. Das mochte ich auch in Doom total, die Displays, wo man dann, wenn man raufguckt, den Mauscursor drauf hatte. Hoffentlich finden wir mit Hilfe des Flugschreibers cool Raus, wie diese verdammten Echsen ein republikanisches Angriffsschirm über die sind überall. Ich wollte sagen, hier war doch noch irgendwo einer. Welcher Eingang ist es jetzt? War es der oder war es der andere? Ne, es war der. Ich wollte gerade sagen, ich habe die doch zurückgeschlagen. Nicht gut genug oder was? Hä? Sind hier noch irgendwo welche? Hallo? Ah ja, oh. Ganze Bande. Ja, Leute, nächstes Mal schickt da vielleicht jemand mit einer Feuerwaffe vor, wenn Gegner mit Feuerwaffen kommen. Ach, die haben sogar Feuerwaffen theoretisch dabei. Deltas, falls mich jemand hört, ich rücke zum Treffpunkt vor. Deltas! Er setzt da was rauf. Das habe ich beim ersten Mal gar nicht gemerkt. Ja, Helm ab. Du Honk, du. Na gut, dann steht in der nächsten Folge die Rettung des Teams an. Bis dann.